Ich heiße euch alle willkommen zu unserer Siegerehrung vom Planspielbörse 2015. Ihr seid alle Sieger. Wir haben heute wieder 16 Gruppen eingeladen, um mit euch so eine nette Siegerehrung zu verbringen. Und freuen uns, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen. Auch von mir herzlich willkommen. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Oh, richtige Antwort. 5 Euro. Wann wurde die Tiger and Turtle Magic Mountain Halde eingeweiht? Wann wurde die eröffnet? 2014? Nein, du hast als zweites gedrückt. Ja, du? 2010. Nee. 2009. Nein, jetzt geben wir mal die Frage in die Runde oder Pool. Du darfst noch mal, du darfst noch raten. 2007. 2007 ist auch falsch. Wer hat hier aus dem Publikum eine Ahnung? Nein, wurde schon gesagt. 11 ist richtig. Wie lang ist die Regattabahn? 2 Kilometer. Ja, ich habe richtig. Herzlichen Glückwunsch. Dann geht's weiter. Im Zuge dessen seinen Hut nehmen. Wie hieß der Vorstandschef? Martin Winterkorn. Martin Winterkorn. Wie heißt die neue Airline? Eurowings. Richtig, Eurowings. Das Land ist am 01.01.2015 als 19. Euroland dazugekommen. Was, Litauen? Ja, korrekt, Litauen. Wo muss man dann hingehen? Welche Messe findet immer in Hannover statt? Für die Informationstechnik. Wie heißt die? Die Prinzenrolle auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch. Applaus. 53.067 Euro hatten die Chenchas. Und auf dem ersten Platz von unseren Azubis ist die Elite-Allianz mit 54.855. Machen wir weiter mit den Teams außer Konkurrenz. Da kommt der Platz 3 vom Schiffer Berufskolleg rein. Und zwar ist das Team Bose oder Boos & Hassel. Also so, der Platz 2, der geht an die Werkkiste und zwar an das Team Bratans. Dann haben wir auf Platz 1 wieder das Schiffer Berufskolleg mit dem Team Error 404 Group Not Found. Herzlichen Glückwunsch. Und auf dem 10. Platz Sankt Hildegardes Gymnasium. Die Gruppe Die Pleitegeier mit 52.164 Euro. Der Platz 9, der geht ebenfalls ans Hildegardes Gymnasium, an die Gruppe MII. Der Platz 8 vom Mannesmann Gymnasium, der Hase. Platz 7 geht an die anonymen Kameltreiber von der Gesamtschule Meiderich. Einstein Gymnasium mit dem Team Falscher Fuffi. Der Platz 5, der geht ans Albert-Einstein-Gymnasium, an die Gruppe Wolves of Wall Street. Also ein Platz vor dem Treppchen geht an das St. Hildegardes-Gymnasium, an Harnetzi. Und der 3. Platz, der geht schon wieder ans Hildegardes-Gymnasium, an die Gruppe Lauren und Söhne. Und da möchte ich auch gerne mal die Frau Hormann mit nach vorne bitten. Hormann hat nämlich in der Lehrerwertung wiederholt ihren ersten Platz belegt. Dafür mal bitte einen Applaus. Die Silbermedaille geht an das Mannesmann-Gymnasium, an das Team X-Low, so würde ich das jetzt mal aus. So, der Platz 1, tata, geht an die Zockergemeinschaft von der Gesamtschule Duisburg-Süd. Mit 4.000 Euro Abstand, 58.871. Herzlichen Glückwunsch. Den ersten Platz habt ihr belegt von der Schülerwertung, sondern ihr habt auch noch den Nachhaltigkeitspreis abgesandt. Auch da kriegt ihr Urkunden und auch da geht der Preis an euch. Genau. Und hinzu kommt auch noch, wir fahren zusammen, ihr habt nämlich im Rheinland quasi den 7. Platz belegt und dann fahren wir am 4. März zusammen nach Düsseldorf. Ja. Ne? Noch eine Siegerehrung. Genau, noch eine Siegerehrung.